Wir erkennen, dass Wohnungsauflösung, dass jemand gestorben, die ganzen Schätze, was man sich so angesammelt hat, kommt alles so ja, in den Schuttwagen, so wird es abgefahren. Wenn der Mensch gestorben ist, dann ist das ganze materielle Müll. Und so kann man erkennen, was das Leben so wirklich aus war. Ich habe gerade Pause gemacht, da oben wird es runtergeschmissen zum Fenster, dann in die Säcke rein und dann so durch. So kann man es erkennen, wie das mit dem Leben so ist. Genau, jetzt bin ich da gerade in so einem kleinen Garten, wo man so erkennen kann, was da so gemacht wird. Aber genau, ich möchte Ihnen gerade zeigen, ja, wie schlimm es ist, so den Müll, ja, das alles, was man so im Leben hat, dass das einfach so beseitigt wird. Auf dem Wertstoffhof muss man nur noch schauen, wann die Öffnungszeiten sind von Laden. Ansonsten war das das ganze Leben so gewesen, der materielle Mensch. Das wird einmal so zu Ende gehen, egal ob die Erben das haben, aber das ist nur Müll, bleibt übrig und man kann nichts mitnehmen von den materiellen Schätzen, ob Auto, Haus. Ja, man kann nichts mit in die Erde nehmen und das zeigt die Vergänglichkeit des Menschen, dass sie ja, das anschauen, wie vergänglich sind sie. Und ja, letztendlich ist es nur Last und Mühe gewesen, das Leben. Und da wünschen wir ihnen, dass sie darüber nachdenken, warum lebt der Mensch, was ist der Sinn des Lebens, dass die Wohnung einmal ausgeräumt wird oder dass die Enkel streiten oder die Kinder streiten bei Erbstreitigkeiten. Ja, genau, das kann man erkennen. Der Mensch ist ja zu mehr da, als wie nur den Müll so wegzutun. Und da ja, können wir das einfach erkennen, auch von der Natur. Der Herr lässt es wachsen. Genau, und der Mensch, der hat eben doch eine Seele. Das wird nicht alles vergehen, wie nur die Tiere, da wo die Seele im Blut ist. Und dann ist es vorbei, das Leben. Oder wie bei den Pflanzen ist ja keine Seele da. Sondern bei Menschen, das ist die Krönung der Erde und der sollte eigentlich weiser sein, dass er über das Leben nachdenkt, wozu lebt der Mensch. Und genau, so wie die Blume blüht, die verwelkt dann und dann ist es vorbei, so wird es eben mit dem Menschenleben sein, steht auch in Jakobus 1. Und dass wir standhaft sein sollen, nicht wie eine Meereswoge hin und her getrieben sind. Und ich denke, das dürfen wir sich eh nur schenken lassen, dass man sagt, jawohl, ich bleibe stehen, weil ja, das Fleischliche geht in die Erde oder der Müll wird beseitigt, wie wir es gerade gesehen hatten, dass wir sagen, ja, wir haben eine Seele und einen Geist und der wird nicht mehr sterben. Und da wünschen wir ihnen, dass sie erkennen können, so wie die Blume wird es zergehen, ja, die welken Blätter da auch auf dem Boden, die, ja, die werden wieder zur Erde. Das wird einfach, ja, ist nur Materie. Aber der Mensch ist eine Seele und Geist, ja, der wird nicht so enden. Das wird sie nicht auflösen, Geist und Seele, sondern es wird immer bestehen. Und so ist es auch mit Gottes Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber Gottes Wort bleibt ewig bestehen. Und da wünschen wir ihnen, dass sie sagen, ja, so geht ihr Leben nicht zu Ende. Oder ja, die Wohnung wird nur aussortiert, sondern dass sie sagen können, ja, die Bibel ist es, was sie prägt. Und genau, wenn wir gleich den nochmal lesen. Aber hier im Psalm 119 steht, ich will deine Befehle auf ewig nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Genau, das würde ich Ihnen gerne noch weitergeben, dass Sie wirklich sagen können, das ist Gottes Wort, was den Menschen frei macht. Und ja, genau, das ist, was ich segnen kann. Genau, Vers 94, ich bin dein, hilf mir, denn ich habe nach deinen Befehlen getrachtet. Genau, das ist der gläubige Mensch, wo sagen kann, ich bekomme Hilfe, auch wenn es schwierig wird. Der Herr Jesus Christus helfe ihnen, wenn es ihnen schwieriger geht und wenn sie dankbar sind, dann bedanken sie sich auch bei dem, der ihnen das Leben geschenkt hat. Der Herr Jesus Christus segne sie. Viele Grüße aus Konstanz. Dankeschön, Gottes Segen, Shalom.